Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Miozuki. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss gleich von vornweg sagen, auch ganz schnell sprechen, dass ich nur 10 Minuten aufnehmen darf pro Kapitel, pro Spiel, weil der Entwickler das nicht möchte. Ich hatte ziemliche Probleme. Ich wurde gemeldet vom Entwickler und darf jetzt nicht mehr streamen für 3 Monate und habt ihr denn geschrieben und ob ich denn trotzdem Let's Playen darf und so weiter und so fort. Letztendlich haben die mir erzählt, dass ich Let's Playen darf, wenn das nur mal 10 Minuten geht pro Kapitel, pro Spiel und ich halt sozusagen kein Geld damit mache und sowas. Aber das ist klar. Und dementsprechend viel Spaß bei Is It Love Drogo. In 3 Tagen geht die Uni los. Ich habe einerseits Angst, bin aber auch etwas neugierig. Die Angst kommt daher, dass ich mich in Mystery Spell eingeschrieben habe und dort absolut niemanden kenne. Neugierig bin ich auf die Kurse, die dann endlich beginnen werden. Mystery Spell scheint die Schule zu sein, dieses Gebäude da vor uns. Mein Flieger ist gestern Abend gelandet. Das Einzige, was ich bisher von der Stadt gesehen habe, war mein grauenhaftes Motel. So erschöpft, wie ich war, hätte ich überall schlafen können. Trotzdem konnte ich nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Wegen der Zeitverschiebung habe ich bis zum Mittag durchgeschlafen. Ich würde sagen, Zeitverschiebung. Heute muss ich mich in alles einschreiben. Dazu muss ich ins Studentensekretariat der Uni. Das wird bestimmt dauern. Ich denke, dass ich nichts vergessen habe. Alles ist in meiner kleinen Umhängetasche. Ich würde übelst gern, ernsthaft redet die so, oh Mann, die Stadt erkunden. Doch wird das erst einmal warten müssen. Als ich von der Universität stehe, staune ich. Wow! Was für ein Teil, oder? Das ist speziell. Ich würde sagen, was für ein Teil, ne? Das Gebäude ist architektonisch wirklich beeindruckend. Ich liebe diese Mischung aus alt und neu. Es handelt sich um einen Backsteinbau mit Säulen. Die Stimmung ist eigentümlich schick und lernförderlich zugleich. Ich schaue auf die Alleen mit ihren zahlreichen Bäumen, und die vielen Grünflächen. Wirkt sympathisch, ich bin nicht so der Naturmensch, wirkt sympathisch. Natur finde ich immer schön. Das alles wirkt sehr einladend. Ich fühle mich sofort wohl und in völliger Harmonie mit diesem Ort. Stelle mir schon vor, wie ich hier meine Tage verbringen werde. Der Campus sieht riesig aus. Man könnte sagen, dass er so groß wie ein ganzes Stadtviertel ist, Alter. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Ich folge den Hinweisschildern, ich schlendere ein bisschen rum, ich werde mich schon zurechtfinden. Hinweisschilder. Ohne größere Schwierigkeiten finde ich das Verwaltungsgebäude und gehe hinein. Nach ein paar Minuten stelle ich aber fest, dass ich ziellos darin umherirre und beim besten Willen nicht weiß, wo ich bin. In einem der vielen Korridore, die alle gleich aussehen, fühle ich mich auf einmal ziemlich verloren. Welche Richtung geht's jetzt? Hinter mir höre ich Schritte. Ein junges Mädchen kommt näher. Sie ist sehr schön. Ich wollte gerade sagen, die sieht echt schön aus und die ist bestimmt auch voll nett. Hoffe ich. Mir fällt sofort ihr modebewusstes Äußeres auf. Sie strahlt etwas extrem Energiegeladenes aus. Im Gegensatz zu mir scheint sie sich hier allerbestens auszukennen. Vielleicht kann sie mir helfen. Entschuldige bitte. Sie kommt entschlossenen Schrittes näher. Sie atmet regelrecht Selbstbewusstsein. Hallo, du bist hier, um dich einzuschreiben, was? Ja, woher weißt du das? Das ist der einzige Grund, warum man schon vor Beginn des Studienjahres hier herumirrt. Suche das Studentensekretariat, habe aber noch meine Probleme, mich hier zurechtzufinden. Bist du neu? Ja. Sieht man mir das etwa an? Da ich dich noch nie gesehen habe und ich im Grunde aber schon immer hier lebe, war es nicht schwer, das zu erraten. Das erklärt, weshalb du dich so gut auskennst. Ja, wissen wir doch gar nicht, naja. Sie lacht und nimmt mich fröhlich an die Hand. Keine Sorge, ich zeige dir, wo es ist. Ich muss sowieso ebenfalls dorthin. Ich heiße übrigens Sarah, und du? Mio. Sie führt mich zum Büro, wo man sich immatrikulieren kann. Oh, was für ein Wort, kenne ich nicht mal.
Als wir vor der Tür stehen, hole ich die Papiere raus, die mir Sarah sofort aus den Händen reißt. Ich überlasse sie ihr und grinse, hey, na klar, nimm ruhig, was du willst. B, völlig verwirrt, hey. Ich will nur einen Blick auf die Fächer werfen, die du gewählt hast. Ach so, ich sehe ihr zu. Auf einmal schreit sie aufgeregt. Ich erschrecke und sie schaut mit großen Augen. Dieses Mädchen ist ein ganz bisschen bizarr. Du hast dich in den Kurs Mythen und Legenden eingeschrieben. Ich auch. Super. Also irgendwie klingt diese Schule jetzt mal so ganz nebenbei völlig übernatürlich. Wer weiß, was da alles ist. Für die, die Drogo natürlich nicht kennen. Also ich habe es noch nie gespielt, aber ich weiß natürlich, was Drogo so für ein Geheimnis hat. Ja, es klingt verdächtig. Also ich denke ich zumindest. Sarah ist einerseits mysteriös, andererseits aber auch verspielt und explosiv. Das genaue Gegenteil von mir, ein bisschen wie ich. Ein bisschen wie ich. Ein bisschen wie ich, wenn auch erstmal meine Schüchternheit abgelegt, wenn ich auch erstmal meine Schüchternheit abgelegt habe. Spüre, dass wir uns gut verstehen werden. Auf den ersten Blick scheinen wir gut zusammenzupassen. Vielleicht ist das ja der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Den Satz kenne ich ungefähr. Als ich mit den Formalitäten fertig bin, zieht mich Sarah zum Ausgang. Ich habe Mühe, ihr zu folgen. Hey, nicht zu so schnell. Als wir draußen sind, treibt sie mich an, ihr zu folgen. Wir setzen uns auf eine Bank, die unter der Eiche im Schatten steht, und ich möchte lieber die Sonne genießen. Wir setzen uns auf den Rasen. Nein, Bank. Ich mag keine Insekten. Spüre es förmlich. Das neue Jahr wird aufregend. Ich bleibe ruhig. Im Gegensatz zu ihr ist für mich alles ganz neu. Ich werde erst einmal richtig ankommen müssen, bevor ich je ebenfalls in einen derartigen Enthusiasmus ausbreche. Du wirkst ein bisschen ängstlich. Dieses Mädchen scheint meine Gedanken lesen zu können. Das ist wahr. Ich finde es nicht leicht, in eine fremde Stadt zu ziehen, wo man niemanden kennt. Das ist für niemanden leicht. Ach, das ist alles halb so wild. Du kennst nun ja mich. Süß. Ihre gute Laune ist ansteckend. Sie ein bisschen ausfragen oder ihr danken? Sie ein bisschen ausfragen. Du hast recht. Und du lebst schon eine ganze Weile. Habe ich das richtig verstanden? Schon immer. Ich kenne Mystery Spell wie meine Westentasche. Soll ich dich rumführen? Ja, klar. Warum nicht? Ich muss einmal was trinken, weil ich irgendwie voll heiser bin. Es tut mir leid. Vielleicht später. Ich habe heute Abend schon eine Menge zu tun. Echt? Du bist gestern erst angekommen und hast heute schon was vor? Na, du verlierst aber keine Zeit, was? Ich hatte schon einiges geplant, bevor ich angekommen bin. Als ich gestern Abend gelandet bin, war ich dermaßen kaputt, dass ich erstmal nur ins erstbeste Motel gegangen bin. Wenn ich deinen Kopf so sehe, war das alles sicher nicht so genial. Beleidigt sein, darüber lachen. Ja, unsere Frisur sieht natürlich gut aus. Schlimmer noch, das Motel war echt schmutzig. Ich konnte kaum erwarten, es wieder zu verlassen. Wenn es so schlimm ist, dann kannst du auch gern erstmal bei mir bleiben, bis du etwas gefunden hast. Das ist wirklich nett, aber nicht nötig. Ich habe eine Stelle als Au-pair-Mädchen bei einer Familie gefunden. Ich kümmere mich um ein kleines Mädchen und darf im Gegenzug kostenlos dort wohnen. So kann ich auch gleich mein Studium finanzieren. Oh, cool. Gute Idee, echt. Finde ich auch. Und ist es auch nicht zu weit bis vom Campus? Keine Ahnung, wir treffen uns heute Abend zum ersten Mal. Ich hoffe, es ist nicht zu weit. Welche Familie ist es denn? Vielleicht kenne ich sie ja. Es ihr sagen, zögern, es ihr sagen. Ich kann es ihr ruhig sagen. Vielleicht habe ich ja schon eine Freundin gefunden. Die Bartolis, die sind offenbar alteingesessen und haben ihre Wurzeln hier, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh. Sarah schläft regelrecht das Gesicht ein. Man könnte meinen, sie hätte einen Geist gesehen. Ich lege ihr eine Hand auf die Schulter. Alles okay? Sie springt überstürzt auf und läuft von mir weg. Nein, nein, es ist nichts. Ich erinnere mich nur gerade, dass ich noch etwas vorhatte. Ach so? Sarah ist auf einmal ganz komisch, also noch komischer, als sie eh schon war. Ja, ist jetzt blöd, was? Ich bin manchmal echt zerstreut. Diesen Eindruck hatte ich eigentlich ganz und gar nicht von ihr.
Sie winkt mir noch zu, ist da aber schon, war ziemlich weit weg. Ich lasse sie gehen, ich laufe ihr hinterher. Ich will wissen, was los ist. Gibt es ein Problem? Habe ich etwas gesagt, was man nicht sagen darf? Wir sehen uns in der Uni, bis in 3 Tagen. Dann läuft sie davon, ohne etwas zu sagen. Was das wohl bedeuten soll? Ich sehe ihr zweifelnd nach. Okay, sie wird sich schon wieder einkriegen, würde meine Oma wohl sagen. Ich laufe langsam los, um die Uni erst einmal hinter mir zu lassen. Ich genieße die letzten Sonnenstrahlen, bevor es bald dunkel wird. Oh Scheiße, ich bin schon wieder über die Zeit. Ich verzichte auf den Bus und gehe lieber ein bisschen spazieren. Spazieren. Vielleicht werde ich so die Straßen und Stadtviertel ein bisschen kennenlernen, damit ich mich bald hier zurechtfinde. Währenddessen denke ich über das Sarahs Verhalten nach. Ja, irgendwie haben wir Drogo hier noch gar nicht kennengelernt. Das ist ja ein bisschen blöd. Ich finde es doof, dass ich natürlich nicht mehr machen kann, aber ich werde euch immer eine Zusammenfassung machen in der nächsten Folge, was in dem Kapitel denn passiert ist, damit ihr auch folgen könnt. Und ich werde euch unten den Link schicken, also in die Beschreibung schreiben. Beschreibung schreiben. Und dann könnt ihr es natürlich auch spielen. Ich habe, also ich hoffe, es hat viel Spaß gemacht und bis dann. Tschüssi!